Du besitzt einen VW-Bus und verschenkst vielleicht kostbaren Stauraum an deiner Heckklappe. Wie man das anders machen kann, zeigen wir euch jetzt. Herzlich willkommen bei EasyGoing, dem Vanlife-Kompetenzzentrum. In dem Video möchten wir euch zeigen, wie man das Airline-Schienensystem für die Heckklappe des VW T6 und T6.1 montiert. Wie das funktioniert, zeige ich jetzt. Im ersten Schritt geht es darum, dass wir den Originalzustand abbauen, das heißt Verkleidungsteil der Heckklappe demontieren, sowie den Schalter, wenn vorhanden, und auch die Grifflasche. Ja, im ersten Step die Zuziehlasche demontieren, da braucht man einen 25er Torx. Einfach die beiden Schrauben rausdrehen und Lasche demontieren. Ja, es gibt verschiedene Ansätze, die Verkleidungsclips demontieren zu können. Entweder man hat Spezialwerkzeug, so wie dieses hier, oder man verwendet einen Imbusschlüssel, der Schlüsselweite 3. Und wenn man gar kein Werkzeug zur Hand hat, reicht auch ein Holzschrauben. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Einfach den Holzschrauben reindrehen, bis er beißt, und das Verkleidungsclip geht easy raus. Selbiges gilt für den Imbusschlüssel. Einfach rausdrehen und dauert etwas länger, aber führt genauso zum Ziel. Das Professionellste ist natürlich diese Kunststoffheber. Einfach einführen zwischen den beiden Kunststoffteilen und das Clip ist gleich heraus. Selbiges gilt für den Metallheber. Einfach zwischen den zwei Kunststoffteilen rein und schon ist das Clip heraus. So, jetzt geht das Verkleidungsteil auch runter. Jetzt ganz wichtig, nicht auf den Schalter vergessen, einfach den Stecker rausziehen und im letzten Step kann man den Schalter aushebeln. Das geht werkzeuglos, da das ein Kunststoffteil ist, das recht einfach ausgeht. Im nächsten Schritt werden wir die Konterplatten in die Heckklappe montieren. Dazu muss man im ersten Step die mitgelieferten doppelseitigen Klebebänder positionieren. Das dient einfach dazu, dass die Konterplatte nicht in der Heckklappe herumfällt, wenn man im letzten Schritt dann das Verkleidungsteil bzw. die Airline-Schienen montiert. Einfach da den Klebestreifen abziehen und in der Heckklappe positionieren. Und da ist ganz wichtig, dass man die Gewindelöcher exakt mittig zu den vorhandenen Löchern setzt. Dann ein bisschen andrücken im letzten Schritt und gleich das nächste. Die Konterplatten sind jetzt an Position gebracht. Im nächsten Schritt werden wir das Verkleidungsteil wieder montieren. Und wie in Easygoing-Manier gewöhnt, werden wir das austauschen zu einer Zirbenverkleidung. Und im ersten Schritt wird der Taster wieder eingebaut und dann die Zuziehschlaufe. Und im letzten Schritt geht es schon an die Airline-Schienen. So, jetzt kommt das Verkleidungsteil schon drauf. Nicht vergessen, Schalter anstecken, unter das Scheibenwischerverkleidungsteil einfädeln und im nächsten Schritt die Zuziehlasche positionieren. Dann hält es gleich mal und anschrauben das Ganze. Im nächsten Schritt geht es an die Airline-Schienenmontage. Los geht's! Mit einer Schraube beginnen. Wichtig ist eben die Position der Konterplatten. Die muss einfach optimal unter den Löchern sein und dann mit Gefühl die Schraube anbeißen lassen und so Schritt für Schritt Airline-Schienen montieren. Die Airline-Schienen sind in Position gebracht. Wir haben auch geschaut, dass wir es nur ein bisschen ausgerichtet haben und jetzt können wir es festziehen. Die Airline-Schienen sind fest montiert. Im letzten Schritt werden die mitgelieferten Endkappen montiert. Die sind dazu da, dass man sie einfach nicht den Kopf verletzen kann bei den scharfen Kanten. Und ja, einfach an den Ecken der Airline-Schienen reinschieben und schon ist man safe. Ja, die Endkappen sind alle montiert. Jetzt ist das Produkt fertig. Jetzt geht es daran, verschiedenste Zubehör an die Heckklappe zu montieren. Wir nehmen da Single-Fittinge zur Hand, einfach um Verzurpunkte zu schaffen. Und im nächsten Schritt dann x-beliebiges Gear montieren. Ich habe da jetzt einen Campingstuhl mit geringem Packmaß. Der hat da so Schlaufen. Ich werde jetzt einfach meinen Spanngurt durchfädeln und dann den Stuhl an der Heckklappe montieren. Dazu werde ich aber den Fitting nochmal runtergeben und fädelt den gleich durch. Dann geht es ein bisschen einfacher. Zweiten auch noch.
Und verbinde das Ganze mit dem Spanngurt und fixiere es da zu guter Letzt das Ganze noch verzurren. Und schon ist das erste Teil montiert. Viele von euch kennen wahrscheinlich den Frontrunner Campingstuhl. Wie man den befestigen kann, zeige ich jetzt. Ich habe jetzt eine 3x-Vergurtung gemacht sozusagen und im letzten Schritt wird das Ganze fest verzurrt, positioniert. Man ist ready für den Campingausflug. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage danke fürs Dabeisein. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ich sage, bleibt einfach frei. Bis zum nächsten Mal.